Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir befinden uns hier in Mordos Tor, genau, hätte ich mir mal vorher angucken können, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, denn die Zeit war schon wieder reif für einen Cut und ich wollte mich hier ohne zu hetzen einfach mal umsehen. Wir haben ansonsten hier alles in und um den Schattenpass, will ich meinen, auskundschaften können, haben die eine oder andere Mission noch mitnehmen können, haben uns so ein bisschen mit Banshaeens rumgeplagt, haben diese, wie hießen die, Ashara oder so, diese Feind kennengelernt, haben von einer Bedrohung gehört von einem Typen, der mit G anfängt und dessen Namen vier Buchstaben impliziert, Gusk oder so, der das ganze Dorf, die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung, keine Ahnung von welcher Größenordnung wir hier sprechen, einfach mal terrorisiert, teilweise auch schon ja, ausgelöscht hat, so habe ich das zumindest in Erinnerung und ja, dem sollen wir uns mit unterstellen. Ich glaube, ich verstehe jetzt auch, auf was für einen Aufbau dieser Ort hier hinauslaufen wird. Und der sieht wunderschön aus. Ja, der ist echt schön. Aber es war irgendwie fast klar, ne? Bei so einem Gebiet, wo wir vorne, als wir die letzten Male immer schon oben lang gelaufen sind und immer wieder nach unten gucken konnten, da gab es ja immer die ein oder andere Felsspalte oder keine Ahnung, wie man diese Einkerbung im Boden nennen soll, wo wir auch immer diese blauen Kristalle schon gesehen haben, ne? Wenn wir jetzt im Untergrund sind, ist ja nur logisch, dass wir da ein bisschen näher dran sind und ja, uns da so ein kleines Naturschauspiel erwartet. Das gefällt mir. So, hier haben wir auf jeden Fall den nächsten Wissensstein, und zwar Stein des Herbstes. Das haben wir, glaube ich, relativ lange nicht mehr gehabt, oder? Berichtet mir davon, Atyll. Das Licht des Wassers als Zierde an der Wand. Es floss mit der Vielfalt von Seelen des Friedens, entfloh dem Brunnen und floss in das Muster. Es wird für immer das Zwielicht der himmlischen Harmonie singen. Gleichgewicht in Bewegung. Okay. Das war mir gerade irgendwie ein bisschen zu spirituell. Keine Ahnung, was die mir damit sagen wollte. Ergibt vielleicht Sinn, wenn man sich an die vorigen Wissenssteine erinnert und so, aber mir sagt das jetzt erstmal nichts. Und ich brauche ganz, ganz dringend einen Händler. Also ich bin jetzt, wie ich am Ende der letzten Folge auch gesagt hatte, nicht nochmal zurückgegangen zum Verkaufen, aber habe ein bisschen was in den Plunder reingepackt und wir könnten relativ einfach mit zwei Knopfdrücken quasi an viel Geld rankommen. So, was haben wir hier? Oh, guck mal, der kleine Bolgan, wie er da sitzt. Wir hätten ihm voll seinen Rücken kauen können, anstatt ihn angreifen zu müssen. Aber weißt du, Herr Bolgan, ich weiß von so ihren Familienmitgliedern, dass Sprechen und Miteinander reden, Spaß haben, Dinge diplomatisch klären, da ist eure Familie irgendwie nicht so affin für. Deswegen habe ich dir dahingehend leider keine Chance gegeben. Ey, sogar Bann macht gerade richtig Spaß. Also das heißt sogar, Bann macht... Nein, jetzt habe ich die Scheiße da eingesteckt, ohne darauf zu gucken. Vielleicht ist das auch gar keine Scheiße, sondern voll toll. Das hier war das nämlich. Nee. Da fehlen halt die Gem-Slots, ne? Es war schön, dass wir da 9 Punkte mehr auf unsere Defense haben, aber das habe ich jetzt direkt mal in den Plünder reingepackt und da haben sie wieder Fallen postiert. In der Annahme, uns damit irgendwie aufhalten zu können. Aber Pustekuchen, mal gucken, ob es mir in diesem Part mal gelingt, ohne in eine Falle zu latschen, das hier irgendwie zu überstehen. Ich habe dich gesehen. Warum? Ey, das war aber gerade schon komisch, oder? An die zweite musste ich viel näher ran als an die erste. So sah das zumindest aus. So, warte mal. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz rausschauen. Denn ich weiß jetzt so aus dem Stegreif nicht mehr, wo wir jetzt hier landen. Und nicht, dass wir auf irgendeiner Ebene sind, wo vielleicht noch irgendein Schatz oder so wartet. Und dann dauert der Ort ja gar nicht so lange. Also rein theoretisch. Alter, diese Gegnermassen hier immer. Rein theoretisch hätte ich das auch in der letzten Folge noch schaffen können. Aber man weiß es halt nicht, ne? Wir hatten so ein ähnliches Untergrundsystem ja auch schon mal in Detüre. In den Roten Marschen war das, glaube ich. Und da war das deutlich umfangreicher als hier. Und aber gut, da lagen die Punkte auch weiter auseinander, ne? Also man hat hier im Schattenpass schon gemerkt, wenn das überhaupt noch der Schattenpass ist, dass
diese ganzen Ein-Ausgänge relativ nah beieinander liegen. Aber okay, wir sind auf jeden Fall um eine Erkenntnis reicher und werden, das ist das Gute, in dieser Folge noch ein bisschen was darüber hinaus schaffen. Das ist doch auch schön. Sei denn, jetzt finden wir einen Raum mit 10 Auftraggebern, dann ist das natürlich was anderes. Aber das wird nicht passieren. Oh, irgendwie mag ich die Bolgans hier. Die sind irgendwie, ich finde das irgendwie voll sympathisch, dass die hier mal so alleine in einem Raum warten. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ja, komm, du darfst mich auch hauen. Eh ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so feige Hinterrücks angreife. So, er hatte auch kurzweilig das Gefühl, irgendwas reißen zu können. Er ist also vielleicht nicht so ganz unehrenhaft gestorben. So, jetzt versuchen wir hier nochmal unser Glück. Nein! Eigentlich habe ich den Bolgan ja nur aus dem Weg geräumt, damit er mich nicht auslachen kann, wenn er das hier sieht. Das gibt's doch nicht, okay. Das war aber gerade mal ganz hart an der Grenze. So, das Zepter kann, glaube ich, weg. Licht der Erzweisen. Das ist ein Stab. Ich glaube, das wäre ein besserer Stab als der, mit dem ich bisher mal gekämpft habe. Lange verloren und vergessen im Rathier-Stil von unbekannten Scholia-Arcana-Zauberern für den Kampf gegen Niskaru geschaffen. Ja, geil. So langsam häufen sich so ein bisschen die lilafarbenen Stäbe. Das Blöde ist, dass ich die Rita halt irgendwie schon voll lange weglegen, verkaufen will, was auch immer. Aber irgendwie geht das nicht. Wobei den direkten Verkauf habe ich noch nicht probiert. Die habe ich gerade fast übersehen, aber auch nur fast, Gott sei Dank. Gut, dass ich mittig gelaufen bin, sonst wäre das jetzt hier schon wieder in so einem Schreckmoment geendet. Okay, cool. Dann haben wir das jetzt aber durch. 7 Minuten haben wir knapp dafür gebraucht. Das geht doch noch. Der Großteil der Zeit, der liegt uns jetzt noch vor. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was es hier sonst noch so gibt. Hier hatten wir ja alles abgesucht. Hier gibt es auch keine Schätze mehr. Das heißt, ich kann mich eigentlich nach Ashmoor hinporten und dann meine Reise in Richtung Osten fortsetzen. Wie kommt man denn da auf Weite? Normalerweise kann ich mir meine Versprecher immer erklären. Hier gerade nicht. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Soll ich euch mal was richtig Peinliches verraten? ach scheiße, mir fällt gerade ein. Ich hatte doch überlegt, diese Dialogboxen mal auszuschalten. Einfach um zu gucken, wie sich das so anfühlt. Wo geht denn das überhaupt? Da habe ich vor meinem Kaffee verschluckt. Warte. Hier nicht, ne? Untertitel. Da. Machen wir die mal aus. Und gucken, wie es läuft. Mano. Das ist wahrscheinlich die Strafe für meine Faulheit, weil ich wollte euch sagen, was ich gestern auf Twitter gepostet habe, weil mir da ja nicht jeder folgt. Es tut mir so leid. Es ist halt nicht so ein Ekelhusten mit Schleim, deswegen werde ich das auch nicht rausschneiden. Okay, warte mal. Ich bin mal kurz leise. Ich wollte ja sowieso immer meine 15 Sekunden, was auch immer, Pausen mal einbauen, hatte ich irgendwann mal beschlossen. Wo waren das nochmal, als wir in diesem komischen Sumpfgebiet waren? Ich glaube, das war hier, als wir in Dings angekommen sind, im Kurikon. Ja, ich habe gestern auf Twitter gepostet, also, nee, nicht gestern, bin ich bescheuert? Ihr seht das Video erst vor ein paar, sagen wir vor einer Woche oder so, ich nehme das ja hier im Voraus auf, aber, dass ich heute eigentlich abwaschen müsste, ja. Und meinen Kaffee trinke ich jetzt aus einem Bierglas, weil ich keinen Bock habe, meine Kaffeegläser zu waschen, abzuwaschen. Voll toll, ne? Liebe Kinder da draußen, nehmt euch nie ein Beispiel an Faulpelz Negoya. Das ist echt manchmal echt grenzwertig so. So, warte mal, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Keine Ahnung, was da die Leute schon wieder von mir wollen. Irgendwann werde ich für meine Aufnahmen das Handy in einen anderen Raum verlegen. Das hatte ich sogar teilweise manchmal schon. Irgendwann, ich glaube, das ist schon voll lange her. Da hatte ich auch irgendwie mir fest vorgenommen, das auch so einzubürgern. Und habe das aber irgendwie nicht konsequent umgesetzt. Schade eigentlich.
Ich werde beim nächsten Mal versuchen, dran zu denken. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig gespannt auf den nächsten Dialog. Ich will jetzt unbedingt mit einer Person quatschen und gucken, wie das so aussieht und ob das irgendwie cool ist oder eher nicht so. Ach scheiße, ich muss ja noch meinen Kram verkaufen. 92, okay, ein bisschen Puffer haben wir noch. Ich hoffe, dass wir jetzt, ohne dass ich in irgendwie ein Mondlager oder so muss, dass wir jetzt noch einen regulären Händler vielleicht noch antreffen, der uns das ganze Zeug hier abnimmt. Ich kann schon wieder kein Deutsch hier. Ich meine, ich gehe ja immer nur in die Lager wegen der Hehlerware, aber ich habe jetzt in letzter Zeit ja kaum irgendwas geklaut von irgendwem. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, gerade auch nicht so notwendig. So, Plunder. Mitnehmen. Da, wo ich mir nicht sicher bin, wie gesagt, nehme ich das logischerweise erstmal mit. Kann ja sein, dass das besser ist als der Krempel, den ich aktuell mit mir rumschleppe. Oh, Hallöchen. Vekunai. Hoffen wir mal, dass wir uns da gleich auch hinporten können. Jetzt sehe ich gerade, ihr werdet das gar nicht glauben. Ich sehe gerade rechts zum ersten Mal dieses komische Faustsymbol. Ist das peinlich oder was? Von diesem Berserker. Ja, ist mir vorher nie so aufgefallen, aber gut, besser später als nie, wa? So, Plunder. Das mit dem 184er Kite-Schild, Kite-Schild, keine Ahnung, habe ich gerade übrigens ganz bewusst weggepackt, weil ich weiß noch, dass wir einen 184er haben mit mehr Plus-Attributen und eins davon habe ich auch noch aufgehoben, weil das doch schon ziemlich pümpig ist. Geil wäre es, wenn man irgendwie noch so Slots hinzufügen könnte. Also irgendwie so eine Sockel noch mit einbauen könnte. Das würde ich doch mal sehr begrüßen. Es würde auch so ein bisschen meine ganze Art und Weise mit den Items umzugehen. Also sprich, welches Equipment-Teil behalte ich, was kommt in den Plunder. Das würde das alles so ein bisschen revolutionieren. Das ging ja im ersten Kriegerpart schon so auf den Sack, dass die so gut ausweichen. Die weichen immer zurück, wenn ich zuhauen will. Das gelingt mir manchmal irgendwie voll gut und manchmal eher nicht so. Der sieht ja geil aus. Was ist das denn? Elfenfrost? Ja, seht ihr das? Oh, okay. Das geht mir gerade mega auf den Sack. Aber okay. Hat ja nochmal funktioniert, glücklicherweise. So, erstmal hier gucken wegen Loot und so. Diesen Ort da unten darf ich nicht vergessen. So, was machen wir? Gehen wir jetzt da oder dahin? Also diese arschigen Hexenritter, die haben sich auf jeden Fall jetzt auf in beide Richtungen postiert. Achso, aber da komme ich ja gar nicht hin. Noch nicht zumindest hier auf die Seite. Alles klar, dann haben wir ja aktuell nur einen Weg. Will ich mich gar nicht drüber beschweren. Ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen Angst. Also vor den Hexenrittern. So, die Tuata. Die hatten wir auch lange nicht mehr, oder? Die waren ganz am Anfang mal da. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich nicht einen einzigen von diesen Tuata, die wir jetzt hier haben, besiegt. So, jetzt will ich mal hier wieder das hier probieren. Das sieht so stylisch aus, wenn sie diesen Hammer so in den Boden rammt. Aber irgendwie ist das vom Damage her nicht so geil wie diese ganz normale... Ich bash jetzt hintereinander die Angriffstaste. Angriff. Also, wisst ihr, was ich meine? Habe ich gerade einen falschen Artikel verwendet? Keine Ahnung. Egal. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Okay. Und hin teleportieren können wir uns ja auch. Sehr schön. Bin ich nicht traurig? Es lohnt sich hier echt jedes Mal in den Himmel zu gucken, so in kurzen Zeitabständen. Schade. Weil irgendwie der Himmel jedes Mal anders aussieht, je nachdem, in welcher Ecke man sich gerade befindet. Das ist irgendwie cool. So, erstmal hier Leute ein bisschen auseinandertreiben. So muss das. Dürfte auch gerne ein bisschen schneller verrecken, hätte ich nichts gegen einzuwenden. Jawohl, das flutscht doch. So muss das. Nein. Aber wisst ihr was? Inzwischen, also vielleicht ist das jetzt auch wieder nur so eine spontane Sache, die ich im nächsten Moment verwerfe. Aber eigentlich finde ich die Vorstellung gar nicht so unattraktiv, eine Kreuzung aus Zauberer und Krieger zu machen. Weil das Ding ist, ich weiß jetzt ganz genau, was ich beim Krieger gerne mag. Und ich weiß ganz genau, was ich bei den Zaubern gerne mag. Weil ich die Zauber halt relativ gut kenne und so jetzt. Und ich glaube, ich könnte daraus echt ein gutes Mittelding basteln. Ich glaube, das machen wir.
In der nächsten Folge dann bekommt ihr einen Gerdaschen Hybrid zu sehen, ja. Wenn ich es nicht vergesse, müssen wir mal gucken. So, was haben wir denn hier wieder Schönes? Mine des hallenden Lichts. Aber ist euch immer aufgefallen, dass alle Dungeon-Orte irgendwie mit Licht und Dunkelheit zu tun haben, so? Das ist irgendwie faszinierend. Ich mag dieses Motto irgendwie. So, ach, warte mal, jetzt können wir wieder den hier machen. Warum schwer, wenn es auch einfach geht, nicht wahr? Kleine verkackte Priesterin, der ich gerade irgendwie nichts abnehme. So, warte mal, euch will ich jetzt auch im gleichen Atemzug einfach mal mitnehmen. Hau ab, lass mich in Ruhe. So, und dann machen wir das so. Gucken wir mal. Oh, X. Ah, ich war eigentlich relativ früh dran. Ja, bei denen ist es deutlich einfacher. Aber das ist aus taktischer Sicht, glaube ich, auch... Also korrigiert mich, wenn ich jetzt einen Logikfehler habe. Aber wenn ich so eine Gegnermeute habe... und alle irgendwie töte in meinem komischen Schicksalsdingenswahn hier und ich mich dann auf den kleinsten stürze, um den quasi zu finishen, dann kriege ich doch die gleiche Erfahrung, als wenn ich das über den Großen dann mache bei einer Gegnergruppe. Und dann ist das bei den kleinen Gegnern doch einfacher, oder? Das ist gerade irgendwie so eine Überlegung, auf die ich vorher nie gekommen bin. Vorher, als es noch relevant gewesen ist, ja. So, nächstes Steinchen, Alabastra. Verloren seid ihr, wenn ihr hier seid, im faulen Land aus alter Zeit. Eure Leiche wird verbrennen, tot, gebrochen, zu schwarzer Asche werden eure Knochen. Keine Hoffnung habt ihr mehr, nicht Hammer, Messer, Schwert kann euch noch retten. Ihr seid Abschaum. Abfall eines bösen Albtraums. Was euch erwartet, ihr wissen solltet. Es ist, was nie ihr sehen wolltet. Das faulste Ding. Schwarz, unbeschönigt. Das Gewissen eines Königs. Okay, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich schön laut gehört haben. Das ist so ja der Nachteil, den ich auch beim letzten Mal schon so angesprochen habe, ne? Wenn die das scheiße abmischen, dann höre ich das hier im Headset relativ kacke, weil ich kann das jetzt nicht hier so spontan justieren. Aber egal, ist nicht so schlimm. Wichtiger ist mir, dass ich die Dialoge sauber alle verstehe. Ein bisschen was habe ich jetzt von ihmchen hier auch verstanden. Und wir haben die erhöhte Schadensresistenz, 4%. Also wenn wir das nicht gebrauchen können, dann weiß ich auch nicht. So... Dann gucken wir mal. Elfen laufen irgendwie mal ganz gechillt und mal ungechillt, wie zum Beispiel jetzt. So. Okay, hier geht mir gerade irgendwie dezent auf den Sack. Aber wenn ich die einmal in meiner Angriffskaskade drin habe, dann haben die mir auch schon nichts mehr entgegenzusetzen. Aber ich muss halt erstmal zum Angriff kommen. Also wenn ihr euch fragt, warum ich mich hier die ganze Zeit verprügeln lasse, ich kann das halt nicht unterbrechen, ne? Wenn die da so auf mich losgehen. Mann, ey. Okay, das Ausweichmuster dieser Viecher, das macht mich so unfassbar wütend. Und ja, ich weiß, ich könnte mir auch eine Waffe aussuchen, die ein bisschen flinker ist. Deswegen nehme ich jetzt auch eher das Schwert. Warum trifft denn Gerda immer nicht, ey? Boah, okay, das geht mir jetzt richtig auf den Sack. In der letzten Folge fand ich die Elfen noch total super, weil ich irgendwie gar keinen Stress mit denen hatte. Aber hier in dem Part tue ich mich irgendwie schwer mit denen. So, okay, jetzt haben wir nur noch die eine. Geh mir aus dem Blickfeld, bitte. Obwohl, wenn sie mir aus dem Blickfeld geht, dann kann ich sie nicht mehr treffen. Aber trotzdem, voll nervig. Inzwischen mag ich echt die Tuata fast mehr als diese Dinger hier. So, das habe ich jetzt im Plunder gepackt. Auch wenn ich mir gerade nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht gut war. Aber ich glaube tendenziell eher nicht. So, zwei Orte. Darf ich nicht vergessen, haben wir noch zum Absuchen. Ey, aber ganz ehrlich, seit wir dieses Gebiet hier erreicht haben, sind die Gegner doch 10-mal so häufig hier vertreten als in... Jetzt habe ich mal einen Trank genommen. Als in anderen Gebieten, oder? Das ist irgendwie voll komisch so. So, aber die Tuata-Eiferer, die nehme ich mir jetzt gerne zu groß. Die brauchen zwar ein paar mehr Schläge. Warte mal, der Eiferer, ja, der geht mal auf den Sack. Den will ich jetzt bitte gerne... Ach, hier ist ein Priester. Also alles, was zaubern kann, gehört mit zu meinen meistgehassten Kontrahenten und dazu gehören... Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Oh.
Ich darf es einfach nicht mehr aussprechen, dass ich meinen Magier nicht mehr vermisse. Weil immer werde ich kurze Zeit später eines Besseren belehrt, ja. Und in dem Moment, wo ich anfange rumzujammern, da geht's dann plötzlich wieder. Deswegen fange ich jetzt wieder an zu jammern. Nee, natürlich nicht. Irgendwie kriege ich das schon hin. So, ich bin halt auch immer noch so ein bisschen ungeduldig gerade, weil ich mal einen Dialog jetzt sehen möchte. Ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so mega spannend, aber mich interessiert das einfach. Für mich ist das immer voll aufregend, wenn ich mich an irgendeinen Umstand gewöhnt habe und dann irgendwas anders ist. So, bei den Wissensteinen ist das ja jetzt nur nicht so spannend. Achso, das ist so eine Verarbeitungskomponente. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so eine neue Waffe. Aber immerhin haben die ein bisschen was gelootet. Vielleicht ist da ja was Schönes bei. Weil ich dem jetzt eigentlich auch nicht so hinterher renne, denn wir haben ja immer noch unser kleines Kapazitätsproblem, ne? So, das ist sehr geil. Können wir beides gut gebrauchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Irgendein Schatz, der auf den ersten Blick gut versteckt aussieht, auf den zweiten Blick es aber trotzdem nicht ist. So, ich war jetzt auch schon mal wieder faul. Mach das jetzt mal so mit einem Prismär-Dietrich. Ein paar haben wir ja in der letzten Folge noch gefunden. Oder war das in dieser? Bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. So. Ach so, ja, okay. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch einen Weg, das auf den ersten Blick so großflächig aus. Hier ist es aber eigentlich gar nicht. So, wie komme ich jetzt da ins Wasser? Also entweder ich bin blind oder das ist gar nicht so einfach. Es muss ja irgendeinen Weg hier nach unten geben. Beziehungsweise, wenn man dahin kann, auch einen Weg, wie man wieder rauskommt. Und den habe ich gerade irgendwie noch nicht gesehen. Ah, ich glaube, ich sehe, wie der Hase läuft. Alles klar. Ja, die Minimap hat gerade Abhilfe geschaffen. Wenn ich jetzt nämlich hier runterspringen kann, dann bin ich genau da, wo ich auch hin wollte. Nee. Aber da führt auf jeden Fall ein Weg entlang. Seht ihr das? Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Man wird das einfach von der anderen Seite machen müssen. Ja, entschuldigt bitte. Ich dachte, ich könnte jetzt hier voll glamourös und triumphal, voll die schweren Wörter, jetzt hier irgendwie mit meiner ach so großen Weitsicht glänzen. Aber ja, habe mich stattdessen schon wieder dezent blamiert. Egal. Besser spät als nie, das wird jetzt voll mein Motto. So nenne ich am Ende wahrscheinlich die Folge. Nee, wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an, was hier noch so passieren wird. Na, du kleiner Arschpriester, was anderes kannst du nicht, ne? Außer deine kleinen Furzlüftchen hier vom Stapel zu lassen. So, ich glaube, ich werde mich jetzt eher auf das Schwert einschießen. Also bei den Gegnern muss ich euch recht geben, dass die Hammerwaffe einfach viel zu träge ist. Also viele meinten ja von euch auch, dass diese langsamen Waffen sehr, also nicht sehr zu empfehlen sind, um das mal jetzt ein bisschen harmlos auszudrücken. Und ich habe die jetzt bisher mal so mit Ach und Krach verteidigt und irgendwie hinter denen gestanden, aber nee, das tue ich jetzt nicht mehr. Also nicht bei allen Gegnern so. Meine Minimap verzerrt mir manchmal so ein bisschen die Laufwege, deswegen war ich da auch vorhin so irritiert. Weil das irgendwie aussah, als wäre ich auch von einem anderen Eck irgendwie an meinen Zielort gekommen. Aber nun gut. Okay, hier ist jetzt nämlich unser, genau, dieser Hexenritter. Der ist aber gelb, aber ich habe so ein bisschen Angst vor seinen Zaubern, weil ich glaube, dass er so eine etwas ekelhaftere Ausführung von diesen Priestern sein könnte. Aber okay, das ging. Das ging. Der war sogar noch viel harmloser, oder? Ich hatte gerade einfach einen guten Lauf, kein Plan. Diese komische Schicksalsleiste brauche ich jetzt auch nicht. Ich sehe aber, dass sie voll ist. Oh, was mache ich denn? Ich dachte gerade, ich wäre der Gegner. Hey, das ist wie wenn ich mit Evil Secret of Mana spiele und dann manchmal denke, ich bin ein ganz anderer Charakter und wundere mich, warum das Spiel nicht das macht, was ich ihm eigentlich sage. Ja, faszinierend manchmal. So, gucken wir mal, ob das jetzt hier gut geht. Nein! Nein! Och, Menno. Jawohl, zum Ende hin geht das irgendwie jedes Mal noch gut. Muss jetzt aber langsam wirklich mal hier verkaufen. 107, ich kriege immer so Panik.
Es fühlt sich immer an, so wie kurz vorm Weltuntergang, wenn das Inventar voll wird. Erinnert mich auch voll an die Anfänge. Das ist schwer. Die haben die gleiche Grunddeko. Obwohl, nee, das ist nicht schwer. Ich glaube, das finde ich besser. Das Kite-Schild, was ich jetzt gefunden habe. Weil da knalle ich dann 35 Rüstung mit rein. Das heißt, wir sind dann bei fast 200 Verteidigungen. Und dann suche ich mir noch eine schöne Funktionsgemma aus. Die Machtfähigkeiten sind zwar geil. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nehme ich das erstmal mit. Das ist mal wieder ein schönes Item, über das man auch nachdenken kann. Ich meine, wir haben viele schöne Items hier in diesem Gebiet schon gefunden, aber irgendwie hat immer so ein ganz kleines bisschen noch gefehlt, um es wirklich auch in die erste Prio-Liste so zu schaffen. So, ich habe Angst. Die Ruhe vor dem Sturm. So, welchen Weg nehme ich? Boah, das ist ja ein weiter Weg und der mündet am Ende nur in diese Sackgasse. Ich muss jetzt sowieso hier erstmal rumlaufen, um die Schätze im See zu holen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so mega spannend, aber da kann ich ja dann wieder meine Vorspultaste für die Laufwege verwenden. Also wie gesagt, solange die Swarta nicht zaubern können, sind die mega gechillt. Ich brauche eigentlich immer nur auf die Y-Taste bashen. Wenn ich da mit dem Hammer angreifen möchte, ich wollte ja eigentlich auf das Schwert ausweichen. Aber ich habe echt das Gefühl, dass egal bei welchem Gegner, dass der Schadensoutput immer extrem identisch ist. Also so fühlt sich das zumindest an. Obwohl die, glaube ich, mit relativ unterschiedlichen Elementen und Boni so ausgestattet waren. Aber ich weiß es nicht mehr. Und ja, ich bin auch dafür gerade zu faul, um nachzugucken. Soll es geben. Soll es geben. Und das nicht zu selten. So, warte mal. Da oben ist jetzt die Kiste. Schon wieder voll versucht, in der falschen Ecke nach ihr zu suchen. Hier müsste aber etwas sein. Jawohl. Juhu, edle Furchtschuppenrüstung, Plunder. Ah, Leute, ganz ehrlich, das sieht jetzt nicht so aus, als ob wir hier in nächster Zeit mal einen Händler zu Gesicht bekommen. Ich werde bei dem nächsten Ort, den wir hier freischalten, mal... Ach, Mist, scheiße, den Knochen hätte ich auch liegen lassen können. Da werde ich mal... mich kurz zum Mondlager teleportieren und das eben schnell verkaufen und dann wieder zurückkehren. Einfach damit wir dann auch da keinen Zeitverlust haben. Ergils bombastisches Beinkleid. Das haben wir noch nie gesehen. Das hat keine Anforderungen? Das ist ja mal mega schlecht. Ich glaube, das werde ich direkt in den Plunder packen. Kleidsame aus goldenem Tuch genähte Pluderhosen. Nee, also sorry, das kommen wir in den Plunder. So was will ich gar nicht erst in meiner Kanne-Rock-Kiste haben. Das war mir auch mit so komischen Attributen versehen. Da waren, glaube ich... Ach, keine Ahnung. Nee, das hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Ist jetzt natürlich scheiße, wenn das restliche Set irgendwie übertrieben gut ist. Und ich mir damit vielleicht voll den wichtigen Faktor jetzt rausgehauen habe, aber... Nö, hat mich nicht überzeugt, das fliegt jetzt unmittelbar. Wir sind lange genug Jäger und Sammler gewesen und ja, ich habe mich eh schon so ein bisschen gesteigert, was mein Spieletempo angeht. Ich weiß, ich bin immer noch relativ langsam, aber denk mal an die ersten Parts zurück. Ja, das ist echt traurig. Also das, was ich in Part 2 noch gemacht habe, da... das hat, oder in Part 5 noch gemacht habe, das hat Evil zum Beispiel in Part 2 schon erledigt gehabt. Also ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher wegen den Zahlen, aber irgendwie so in dem Dreh war das und ja, daran werde ich auch nichts ändern. Also ich würde auch nichts anders machen, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen müsste oder die Zeit zurückdrehen würde oder so. So spiele ich halt. Aber genau vor diesem Hintergrund freue ich mich dann eben auch, wenn ich so kleine Verbesserungen sehe in der Koordination eines Spiels. Wisst ihr, was ich meine? Klang jetzt schon wieder voll hochgestochen und ich muss gerade selber so ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gelesen habe, dass ich so häufig "wisst ihr, was ich meine" sage. Und das früher irgendwie nicht so häufig getan habe und ja... Keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann das aber auch irgendwie nicht abstellen. Immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich missverständlich ausdrücke, muss ich diese Frage hinterher schmeißen. Das ist irgendwie wie so ein Reflex. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn ich arbeite,
also so dienstliche Gespräche halt führe, dann sage ich das nicht so. Aber ihr würdet mich sowieso total auslachen, wenn ihr mitbekommen würdet, wie ich auf Arbeit immer drauf bin. Also klar, mit Kollegen spricht man schon so, ne? Also so ein bisschen lockerer, und aber selbst da bin ich so ein bisschen anders, sag ich mal. Also für mich sind da schon ziemlich deutliche Unterschiede rauszuhören. Ich weiß nicht, wie das jemand beurteilen würde, der das außenstehend so mitbekommt und vielleicht auch die Möglichkeit hat, die private Betty mit der Nagoya-Betty zu vergleichen, so. Die private und die... Es ist doch so ein und dieselbe. Die private mit der Arbeit, so wollte ich eigentlich sagen. Ja, kein Plan. So ist das manchmal. Ich habe übrigens auch Gask besiegen. Jetzt schon. Aber der ist nicht gleich hier um die Ecke, oder? Ich habe übrigens damals auch viel stärker Berlinert in meiner Jugend. Also nie so richtig Hardcore-mäßig, weil dadurch, dass... Achso, die Sackgasse führt zu ihm. Oh mein Gott, okay. Ich habe dadurch, dass meine Eltern ja keine Deutschen sind, nie so richtig Berlinert, weil ich das aus dem Elternhaushalt nicht übernehmen konnte. Aber ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel Berlinert und habe dann im Rahmen der Ausbildung und im Rahmen meines ersten Jobs, wo ich noch im telefonischen Kundenservice damals gearbeitet habe, mir das irgendwann mal abtrainiert. Nicht, weil mir irgendjemand gesagt hatte, dass es sein muss, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass ein bestimmtes Klientel Mensch in unserer Bundesrepublik Vorbehalte hat, was den Berliner Dialekt angeht oder einige bestimmte Dialekte generell angeht. Also es gab dann auch immer so Kunden oder Leute, die ich dann mal an der Strippe hatte, wo ich dann gesehen habe, klar, wenn die selber aus Berlin kamen oder selber auch Berlinert haben, wo das dann echt so ein bisschen lockerer dann lief und so, und das war dann auch jedes Mal total witzig, aber viele assoziieren mit dem Kazimir. Oh Gott. Klingt so ein bisschen wie Kasimir. Ja, viele assoziieren damit irgendwas Negatives. Irgendwie was Dummes, was Primitives, was Ungebildetes. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das Thema angeht, weil ich kann es denen nicht verübeln. Also es gibt wirklich in Berlin, ich sag das jetzt einfach mal so, ganz schön viele Assis. Und klar, die hast du auch in anderen Städten. Und Berlin ist aber, ich glaube, auch durch diverse Fernsehformate, wo man sich immer so, ja, ich sag nur Stichpunkt Hartz IV, ASI-TV, wo man sich so ein bestimmtes Klientel, so ein bestimmtes Fremdschämen-Klientel häufig aus Berlin auch holt, ne? Und ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass das gerechtfertigt ist und dass man diesem Dialekt generell mit Vorbehalten entgegentreten sollte. Aber ich weiß, ich kann mir vorstellen, woher es kommt, sagen wir mal so. Und damit meine ich jetzt nicht nur Medien und so. Aber das war für mich natürlich immer so ein Zwiespalt, weil ich habe mich nie als Vollblut-Berlinerin gesehen. Ich finde den Dialekt super, aber ich mag die Stadt halt nicht so sonderlich. Und ich kann mich damit nicht so zu 100% identifizieren. Und damit fing das eigentlich an, dass ich mir das fast komplett abtrainiert habe. Ihr merkt das selber in der einen oder anderen Aufnahme, dass das immer noch so durchsickert, aber eben nicht mehr so extrem. Okay, der kämpft gleich. Ich hatte gedacht, dass der vielleicht jetzt hier irgendwie noch zum Reden mal kurz anhält. Warte mal, ich kann mir das doch... Ach, falsche Taste. Ah, falls ihr euch gefragt habt, was zum Teufel macht die Frau da. Ja, ich habe versucht, das jetzt hier irgendwie loszutreten. So, mein lieber Gask. Oder auch mein unlieber Gask. Ich möchte bitte, dass du stirbst. Jawohl. Ist jetzt zwar ein bisschen unspektakulär, aber wenn das Spiel mir die Möglichkeit anbietet, dann werde ich mir das jetzt hier nicht unnötig schwerer machen. So, komm, 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 komm. Ich will euch noch alle erwischen. Aber die Zeit wird knapp. Komm, du bist derjenige, bei dem ich das ausführen werde. Jawohl. Sehr schön. Und rot. Da war ich schnell dran und habe aber zu langsam gedrückt. Ist aber nicht schlimm. Aluk. Zu Aluk zurückkehren. So machen wir das. Erstmal hier gucken. Bei Aluk, der war aber kein Händler oder so, ne? Das nervt. Ich habe irgendwie keinen Bock jetzt hier irgendwie einen Cut zu machen und dann erstmal ins Mondlager. Ich will Fortschritt. Ich will neue Gebiete sehen. Ich will neue Missionen erfüllen. Ich mag das immer nicht, wenn das so rückwärts geht.
Was ist denn hier los? Ach so, der kommt uns entgegen? Oder sieht das nur so aus? Ich hätte mich nämlich gerade fast jetzt irgendwie wieder rüber geportet. War da oben gerade so ein Grafikfehler? Oder blitzte es da einfach nur? Keine Ahnung. Bin gespannt, was er sagt. Die müsste jetzt eigentlich ein riesengroßer Stein von der Schulter fallen, oder? Ihr seid zurück. Ich habe euch aus sicherer Entfernung beobachtet, um zu sehen, ob ihr euer Versprechen halten würdet. Ich bin überrascht. Ich wagte es nicht, davon zu sprechen, doch es gibt Prophezeiungen eines Sterblichen, der den Untergang unseres Volkes einleitet. Gasks Niederlage wird zwar als Sieg gegen Gadflos Wahnsinn gefeiert werden, aber ich frage mich, ob sie nicht noch düsterere Zeiten einläutet. Ungeachtet aller Prophezeiungen. Ihr habt getan, worum ich euch bat, und wir, der Ashmore-Clan, erkennen euch an. Ich finde das ja gerade irgendwie ein bisschen krass, dass er uns sagt, dass wir jetzt vielleicht mit unserer Tat, mit unserem Auftrag, den wir für ihn erfüllt haben, vielleicht alles nur noch schlimmer machen. Lebt wohl. Hätte er das nicht vorher sagen können? Also gut, er wird wahrscheinlich von uns erwarten, dass man da selber auch ein bisschen mitdenkt und eins und eins irgendwie zusammenzählt. Also ist klar, dass Gadflo jetzt wütend wird und dass der wahrscheinlich auf Rache sinnen wird, aber wir können ja uns jetzt nicht hier die ganze Zeit mit Gadflos Schergen mit Wattebäuschen beschmeißen und uns opfern und sagen, hier, töte mich, denn ich habe Angst vor den Rachegelüsten deines Chefs. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen blöd, ne? So, wir haben jetzt auf jeden Fall immer noch nur noch einen Weg, beziehungsweise die zwei Dungeons. Die habe ich noch nicht vergessen. Ich muss mal gucken, ob wir die vielleicht nicht in der nächsten Folge machen. Weil wir sind jetzt hier schon auf dem Weg nach Amaura. Ah, das ist gerade irgendwie... Ey, warte mal. Wir haben doch gerade mit dem gesprochen. Das sah genauso aus wie vorher auch. Warum? Weil die Untertitel immer nur das ist, abseits von den Textboxen oder was? Bin mir gerade irgendwie nicht sicher. Vibration, Kamera... Nee. Keine Ahnung. Oder ich bin irgendwie blind. Das kann natürlich auch sein. Tja... Ach, keine Ahnung. Da finde ich das jetzt irgendwie doch nicht so geil. Ich dachte, dass wir dann vielleicht vor den Personen stehen. Wisst ihr, was ich meine? Und das irgendwie so... die so in Gänze sehen und das ganze Bild dann haben und einfach uns die Leute angucken können, während sie reden. Das ist so ein bisschen meine Überlegung gewesen. Aber wenn da einfach nur diese Wissenssteinfelder oder das, was die manchmal so zwischenrufen, wenn das jetzt einfach nur wegbleibt, dann finde ich das jetzt nur auch nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Das war fast klar. Und da ploppen sie schon wieder so hässlich auf. Spiel, was tust du? Warum bist du so hässlich, obwohl du so schön bist? Muss das denn sein? Was ist denn das hier für eine komische Gegnerkreuzung? Nein! Aha, voll ausgewichen. Schwach, Marco. So, warte mal. Jetzt kann ich hier den Schlachtentaumel mir aber zunutze machen. Auch gegen das dicke Vieh. Indem ich jetzt hier einfach immer weiter metzle und den Schadensboost am Ende vielleicht dann auch zu meinem Vorteil nutzen kann. So, nein! Ach Mist, ich wollte eigentlich ausweichen. Das hat irgendwie nicht in die richtige Richtung funktioniert. Also entweder blockt er gerade oder ich habe gerade irgendwie nicht so den allerbesten Lauf. Aber ey, guck mal, wie gut. Guck mal, wie gut das geht. Wenn Gerda einmal ihren Agro-Mode hat. Keine Ahnung, warum der jetzt hier wieder so halbwegs einfach ging. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Nein! Nein! Warum? Warum, Spiel? Warum? Oh, vor allen Dingen das Blöde ist, ich habe nichts in der Nähe, wo ich mich hin teleportieren kann. Okay, ich habe eine andere Idee. So, das kann ich ja eh nicht mitnehmen, das will ich aber auch nicht haben. Wir machen das jetzt mal so. Ja, mal hier kurz ein Machtwort sprechen. Wir gehen jetzt mal eben ganz schnell in das schöne Mondlager. Das ist übrigens mein Lieblingslager. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich finde die Lager generell super. Also ich habe mich jetzt auch so ein bisschen von meinem Hierophantentrauma gelöst mit den ganzen Diebstahlmissionen und so. Aber von den dreien finde ich das am coolsten. Ich weiß nicht warum. Ich glaube aber, es liegt an der Nähe zum Wasser.
an der Nähe zu Rathier, an dem Ausblick, den wir hier haben. Und irgendwie mag ich den Aufbau so ganz gerne. Keine Ahnung, das sind, glaube ich, die Gründe. Ich glaube, das Wasser ist aber so Grund Nummer eins. Würdet ihr vielleicht gerne etwas verkaufen? So, ja, ich möchte was verkaufen. Und ich weiß, ich habe nicht alles im Plunder drin. Würdet ihr vielleicht, aber wie gesagt, offscreen habe ich ja ein bisschen was gemacht. Deswegen, ja, ging das eigentlich jetzt ganz gut. So, und jetzt möchte ich ganz gerne Vekunai oder Mine des heilenden Lichts. Achso, hier kann ich mich auch hin teleporten. Es wird ja immer besser hier. Achso, warte mal. Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Warte. Wir nehmen uns jetzt dieses Vekunai oder wie das heißt. Das klingt so ein bisschen japanisch, oder? Oder ordne ich das gerade falsch ein? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und für mich klingt das ehrlich gesagt eher nach einer Stadt als nach einem ganz normalen Dungeon. Wo teleportiere ich mich denn dann hin, wenn ich mich jetzt hier hinporte? An der Spitze von dieser einen komischen Sackgasse, wo wir den Gusk besiegt haben oder was? Oh Gott, wir kommen Tatsache rein, okay. Ich meine, wer weiß, vielleicht war das früher eine Stadt. Vielleicht ist das auch immer noch eine Stadt. Ich kann es mir irgendwie fast nicht vorstellen, obwohl ich sehe hier keine Gegner, sondern nur ein Persönchen. Deine Geheimtür. Oh Gott, und ein Käfig. Ob das hier so gegnerfrei bleibt, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vielleicht sollte ich auch, bevor ich den... Achso, nee, doch, Gegner gibt es hier doch. Okay, alles klar. Nehmen wir uns mal erstmal den Schatz, ne? Man muss ganz klar Prioritäten setzen. Schätze stehen deutlich über Menschenleben. Ich glaube, das wird die verkorkste Moralfolge, die ich jemals aufgenommen habe. Die Steigerung oder der Superlativ von verkorkst? Die verkorkstete? Das ist voll schwer, das war der Zungenbrecher. Versucht mal, den Superlativ von verkorkst auszusprechen. Das irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch gar keinen. Und wenn es einen gibt, dann reichen leider meine sprachlichen Fähigkeiten nicht dazu aus, um den über die Lippen zu bringen. So, ich war jetzt mal so frei und habe das gleich in den Plunder gepackt. Also diesen Stab, von dem ich einfach mal meinte, dass er schlechter sein wird. Hand des Schicksals. Der Schicksalsweber Artan Rana behauptete, das Gewebe der Verzauberungen dieses Kleidungsstücks in den Mustern zu sehen, die er in seinem eigenen Schicksal sah. So, so. Ich habe noch nie plus 3 Mana-Regeneration pro Sekunde gesehen. Also das Höchste, was ich bisher gesehen habe, war immer plus 2. Ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht auf den ersten Blick. So, was ist dir denn widerfahren, Kumpel? Sitzt du da zurecht drin? Helft einem Freund, bitte. An einer Wand dort gibt es einen Mechanismus, um diesen Käfig zu öffnen. Aha. Helft einem Freund, bitte. Meinst du diese Wand hier? Ja, sieht ganz danach aus. Der ist bestimmt böse. Ist bestimmt wie der Lautreck aus Dark Souls. Ich heiße Ordo. Ich danke euch, Fremde. Ich fürchtete schon, es würde nie jemand kommen, dass ich diese Wände anstarren würde, bis ich hinter den Schleier gezogen werde. Ja, kannst du mal sehen, was du an uns hast. Wer bist du? Ich war Barets Schüler während seiner erstaunlichen Arbeit mit den Bestien. Um aus seinem Schatten zu treten und mich zu beweisen, zog ich aus, um die Welt zu erforschen. Was ich fand, wen ich fand, es war alles so unerwartet. Okay, da müsstest du schon ein bisschen präziser werden. Ich kann damit so grob erstmal nichts anfangen. Barret? Er war ein angesehenes Mitglied des Clans der Eventide. Barret hat mit den Murgan gearbeitet. Er wollte sie verstehen. Ich wusste, dass er wenig Verwendung für einen Schüler haben würde, sobald seine Arbeit mit den Murgan abgeschlossen ist. Was ist denn mit diesem Barret? Wir wissen jetzt aber nicht, ob der noch am Leben ist oder tot, oder? Aber eigentlich müsste der doch noch leben. Eventide? Der Großteil meines Clans wurde sofort getötet. Ihre Schreie stiegen in den großen Kreislauf auf wie Rauch. Ich glaube, mein Meister Barret und seine Schülerin Neel haben überlebt. Ich hatte Eventide schon verlassen und hätte auch den Dämmerpass hinter mir lassen können. Aber ich wollte Maura besuchen. Es wird sich lohnen. Ich weiß es. Ja, das ist schön. Auf jeden Fall scheint er netter zu sein. Vekunai?
Vekonai existierte am Dämmerpass schon lange vor Ashmore und Eventide, sogar vor dem Haus der Rache und unserem großen Hof des Winters. Vekonais Magie ist wild und tief. Mach mir mal schöne Angst. Warum zeigt er uns eigentlich sein Gesicht nicht? Irgendwie ist die Kamera gerade scheiße. Warum seid ihr hier unten? Weil ich vom Pech verfolgt bin und die Glücksgötter noch nie auf mich herabgelächelt haben. Doch dieses Schicksal wollte ich ändern. Wie ich das bewerkstelligen wollte? Sie heißt Maura Charlin und sie ist eine Schicksalsweberin. Ich traf sie, als ich die tiefen Ruinen von Vekonai erforschte. Wir schlossen einen Pakt. Ich kehrte nach Eventide zurück, um Gegenstände zu beschaffen, die den Fluch brechen könnten, mit dem sie belegt ist. Auf dem Rückweg wurde ich von den Tuata angegriffen. Verdammtes Pech. Na, vielleicht können wir aber gemeinsam was für sie tun, Maura? Maura hat versprochen, mein Schicksal zu ändern und mir zu helfen, eine neue Ballade zu finden. Eine Geschichte, die bis in alle Ewigkeit gesungen wird. Vielleicht hilft sie auch euch. Ja, das klingt doch gut. Was ist hier in Vekonai? Die Schicksalsweberin Maura Charlin haust in dieser großen Kammer, von den Tuata in ihrem eigenen Heim eingesperrt. Ich bin bei der Erkundung des Gebäudes auf sie gestoßen. Sie ist einen Handel mit mir eingegangen. Wenn ich ihr zur Flucht verhelfe, hilft sie mir, mein Schicksal zu verändern. Dann werde ich nicht mehr vom Pech verfolgt. Okay, ja, klingt gut. Ich werde euch helfen. Das freut mich. Vekonai ist eine riesige Ruine. Maura in ihren Tiefen zu finden, ist zu zweit sicher leichter. Lasst uns gehen. Ja, gucken wir mal. Warte mal. Das Unterste, das habe ich ihn jetzt schon gefragt, ne? Was vorhin noch zur Auswahl stand. Wo ist die Schicksalsweberin? Sie ist in der großen Kammer eingesperrt, tief unter der Oberfläche. Die Morgan werden versuchen, uns aufzuhalten, doch mit etwas Gewalt lassen sie sich vertreiben. Ja, damit haben wir schon unsere Erfahrung gemacht. Sehr schön, okay. Das heißt, wir werden jetzt einen etwas größeren Ort vorfinden und das könnte darauf hinauslaufen, dass ich diesen Part dann eventuell aufsplitte. Aber wir schauen erstmal, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Coole Sache auf jeden Fall. Also irgendwie sind alle Feinde, die wir hier bisher kennengelernt haben in diesem Gebiet, irgendwie sympathisch. Also ich habe eher so meine Antipathien gehabt bei den Feinden, die wir in anderen Ecken so kennengelernt haben. Aber das ist ja nur wieder ein Beleg dafür. Und jetzt versuche ich mal den moralischen Wert dieser Folge wieder etwas anzuheben, dass jedes Lebewesen ein Individuum ist und man Leute nicht über einen Kamm scheren sollte. Ach du Scheiße. Okay, also zwei Banshaa-Ents und irgendwelche... Achso, das sind aber nur Morgans, also das heißt nur. Ist ja auch irgendwie ätzend, aber... Boah, okay, warte mal. Das ist echt nervig, also... Da hätte ich mir fast andere Gegner in zehnfacher Ausführung lieber gewünscht, aber ich wollte ja auch mal überlegen, eine andere Waffe zu nehmen, ne? Ich habe aber irgendwie auch keinen Bock drauf. Ja, ich weiß, meine Faulheit kennt echt keine Grenzen. Aber wie gesagt, wenn die ein bisschen was verloren haben, dann geht das eigentlich. So, ich muss halt immer nur das erste Eis brechen. Seht ihr? Seht ihr, wie schnell das zum Ende hin läuft? Ja. Zweimal noch nicht herausgefunden, welchem Teil ich diesen Effekt zu verdanken habe, aber ich habe ihn. Und er macht mich gerade unfassbar glücklich, jawohl. So, Blut im Blut, beides wahrscheinlich richtig. So, Schattenprisma, Plunder. Irgendwie reagiert mein Pet gerade so ein bisschen zeitverzögert, das nervt mich. Vielleicht ein Indiz dafür, dass ich das mal wieder aufladen sollte oder dass der neue Batterien braucht. Aber eigentlich war das vorher auch nie der Fall. Verstehe ich gerade nicht. Also das fällt mir immer beim Looten auf. Euch wahrscheinlich eher nicht so. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass das irgendwie zeitverzögert passiert, dann wisst ihr, woran es liegt. So, Plunder. Enkes Robe. Von Enke haben wir irgendwas schon mal gefunden. Der gnomische Zauberer Enke führte einen Kreuzzug gegen Nekromanten und bereitete diese Relikte vor, um sich vor ihren untoten Dienern zu schützen. Ja, toll, was der so gemacht hat, als er noch ein Leben hatte. Wir werden jetzt erstmal gucken, wo wir hier hinkommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt vor einer hohen Wand stehen werden oder auch nirgendwo stehen werden, weil wir gar nicht durchkommen. Okay, von mir aus auch so.
Das heißt, uns bleibt jetzt nur noch dieser Weg. Korrekt, korrekt. Und wir haben hier zu meinem Erstaunen auf jeden Fall mindestens 2 Wissenssteine. Was gar nicht so typisch ist, ne? So in den meisten Dungeons haben wir bisher gar keine gefunden. Oder eher nur wenige. Aber wenn es Wissenssteine gab, dann sind die meistens auch in Gebieten gewesen, die genau das Design hier hatten. So, weil das wahrscheinlich magische Orientierung bedeutet und da wahrscheinlich auch automatisch die Erzählung oder die Wahrscheinlichkeit, dass seine Erzählung auch beherbergt wird, so ein bisschen ansteigt. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Raum hier komplett ohne Gegner bleibt, oder? Stein des Herbstes. Und ihr seid fündig geworden und das ist euer Fluch? Die Irati sind fort. Auf diesen zertrümmerten Rippen früherer Städte haben sie keine Spur hinterlassen. Keinen Namen, kein Gebet, kein geheimes Wort. Kein Versprechen einer Rückkehr, kein Warnruf. Keine Geschichte eines einsamen Todes. Welche Botschaft könnten sie hinterlassen haben in diesen antiken Stein geritzt, weich wie ein staubiges Grab? Der Frieden der Irati holt das Lebensblut der Magie zurück. Sie sind die obersten Täuscher, das Gegenteil von dem, was sie zu sein scheinen. Ich habe dort ihre wahre Gestalt gesehen. Eine schreckliche, chaotische Monstrosität. So widerwärtig und fürchterlich, wie ich sie einst für wunderbar hielt. Mein ganzes Leben einem Traum hinterhergejagt. Ha! Die Wahrheit lag direkt vor mir. Wir sind allein. Es gibt nichts, was uns retten kann. Nichts Größeres als das, was wir schaffen. Ganz schön pessimistisches Fazit zum Ende hin, aber... Ey Leute, seid mir nicht böse, aber ich möchte gerne die Untertitel wieder drin haben. Ich weiß nicht warum, aber für mich hat das irgendwie was Beruhigendes, das immer so ein bisschen mitlesen zu können. Ich lasse die jetzt einfach mal wieder an. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, habe ich sowieso die Feedbacks noch nicht gelesen, weil ich das jetzt direkt nach der letzten Folge hier aufzeichne und deswegen warte ich einfach mal ab. Vielleicht mache ich das auch wieder weg. Muss ich mal gucken, wie der O-Ton aus eurer Richtung dann ausfällt und wir sind ja da flexibel, ne? Und das ist ja wie gesagt nur nichts Weltbewegendes. Vor allen Dingen, seit ich jetzt weiß, dass sich das nicht auf die normalen Dialoge bezieht, sondern nur auf diese eingeblendeten Texte abseits von den Dialogboxen. Und das kann mir im Grunde genommen gar nicht egaler sein. So, meine lieben Murgan-Freunde. Ich mag euch zwar, aber nicht, wenn ihr mich hier in so regelmäßigen Zeitabständen immer wieder behelligen müsst. Eurer hässlichen Gabel. Sollst damit Pommes essen und nicht auf Gerdas einpieksen, weißt du? Irgendwie noch nicht so ganz erkannt. Muss mal jemand sagen, wie man solche Gabeln richtig verwendet. Woher soll der arme Junge das denn wissen? So, hier haben wir noch Geld. Sehr schön. Okay, cool. Ich mag den Aufbau dieses Ortes extrem gerne. Bisher sehr abwechslungsreich. Auch kaum mit Gefahr verbunden, sich irgendwie zu verlaufen. Und sehr... Great, hätte ich jetzt fast gesagt. Mir fällt gerade irgendwie kein besserer Begriff dafür ein. Finde ich cool. So, mein Freund. Wir werden keine Freunde mehr. Also dem anderen, dem wollte ich gerne noch so ein Tutorial geben in Sachen, wie verwende ich eine Gabel. Aber dir? Dir ist echt nicht mehr zu helfen. So, leicht bannen, okay. Gucken wir mal, ob es wirklich so leicht wird. Nee. Jawohl. Das hat geklappt. Plunder und mitnehmen. Diese komischen Schadenserhöhungstränke, die packe ich teilweise auch immer schon im Plunder, weil ich davon schon deutlich über 10 auch habe. So, und hier ist jetzt die Schicksalsweberin und das nehme ich jetzt auch noch mit. Kann sein, dass wir dadurch vielleicht so einen Überlängenpart bekommen, aber das... Es ist, wie ich befürchtet hatte. Die Tür zur großen Kammer ist verriegelt und mit einem Schutzzauber versehen. Ich werde versuchen, sie zu öffnen. Haltet die Augen nach Morgan offen. Es wäre ein Jammer, wenn unsere Reise hier endet. Verstanden. Ach so, ich dachte, sie steht da jetzt irgendwie und wir können sie in ein Gespräch verwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir sie treffen, wird sie eine ganze Menge zu erzählen haben. Aber okay, das ist jetzt aktuell noch nicht unser Thema. Ich vergesse immer wieder, dass ich mehr mit dem Schwert kämpfen wollte als mit dem Hammer. Ah, ich glaube, den Hammer, den werde ich irgendwann auch wegpacken. Irgendwie bringt der es nicht so aus. Den wollte ich sowieso mal gucken, weil ich ja bei den Banshians kaum... Schaden mache, ob ich da nicht noch ein neues Element auch irgendwie mit einbauen kann. Müssen wir mal kicken.
Und ich wollte ja für die nächste Folge auch meine Klassen anpassen. Wobei ich das in der nächsten Folge noch nicht machen werde, weil ich ja wahrscheinlich hier in diesem Dungeon speichern werde. Wisst ihr, was ich meine? So, das kommt im Plunder. Willst du was sagen? Nee, du guckst nur, wie ich loote, ne? Du bist wahrscheinlich voll neidisch auf die ganzen geilen Schätze, die ich hier mitnehme. So, einstecken. Ja, gut, dass ich vorher nochmal meine Sachen verkaufen war, weil spätestens hier wäre das echt ätzend gewesen. So, alles klar. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was an Weg vor uns. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Cut machen, werde nach meinem Termin dann heute Abend wahrscheinlich meine Aufnahme hier noch fortsetzen. Am gleichen Tag muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Das Gute ist ja, dass man hier überall speichern kann. Und dann ja, sehen wir uns schon bald wieder. Ich werde dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge erst die Klassenanpassung vornehmen und so eine Mischgerda hervorbringen. Aber ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich danke an dieser Stelle erstmal fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!